Der Bundestag steht kurz davor zu platzen. Das Problem des adipösen Bundestages wird dazu führen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Mehr ist nicht immer besser. Ich bin es an dieser Stelle auch ganz ehrlich gesagt leid. Es muss was passieren. Wir müssen das hinkriegen, verdammt nochmal. Wir haben die Verantwortung, dass wir zeigen, dass uns das eigene Hemd nicht näher ist als der Rock des Gemeinwohls. Hä? 2021 wird der neue Bundestag gewählt. Es wird geschätzt, dass dann zwischen 750 und 900 Abgeordnete im Parlament sitzen könnten, wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird. Bisher läuft das nicht so gut. Wenn sich in diesem Hohen Haus nicht alle Fraktionen bewegen, sehe ich dafür schwarz. Unverantwortlich, was die CSU hier für ein Spiel treibt. Sie hörten gerade aus der Abteilung Brainwashing. Wir brauchen auf jeden Fall einen Sündenbock. Ihr taktieren widert mich an. Für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Aktuell sitzen 709 Abgeordnete im Parlament. Das sind 111 mehr als eigentlich vorgesehen. Insgesamt arbeiten über 6000 Menschen im Bundestag. Wer Gruppenarbeiten aus der Schule oder Uni kennt, weiß, je mehr Leute beteiligt sind, umso komplizierter wird es. Außerdem kostet uns das Ganze mehr als 900 Millionen Euro pro Jahr. Ich wäre ja für eine Abschaffung der Erststimme. Würde das Wahlsystem vereinfachen. Es gäbe die Chance, das Wahlrecht sinnvoll zu reformieren. Erststimme abschaffen. Problem gelöst. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Erststimme abschaffen und in Zukunft nur noch ein Kreuz bei der Bundestagswahl machen. Klingt radikal, aber ist das wirklich so eine schlechte Idee? Es geht doch nicht nur darum, wie groß der Bundestag ist, sondern es geht auch darum, was der Bundestag abbildet, die Repräsentanz aller Menschen hier in Berlin ist ein total wichtiger Punkt. Das stellen wir mit der Erststimme sicher. Klar, Erststimme, Zweitstimme haben wir alle schon mal gehört. Eine Umfrage hat allerdings ergeben, dass nur 28% der Deutschen wissen, wie unser Wahlsystem überhaupt funktioniert. Mr. Wissen2Go erklärt euch das mal kurz. Wenn man sich so einen Wahlzettel, zum Beispiel für die Bundestagswahl, mal ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, es gibt eine Erststimme und eine Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man eine Person, mit der Zweitstimme eine Partei. Bei der Erststimme ist es so, dass die Person, die die meisten Stimmen in einem Wahlkreis erhält, direkt in den Bundestag einziehen darf. Hier gilt das Mehrheitswahlrecht. Bei der Zweitstimme gilt das Verhältniswahlrecht. Das heißt, je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Prozentpunkte bekommt sie und desto mehr Kandidaten darf sie von ihrer Landesliste in den Bundestag schicken. Es kann allerdings vorkommen, dass eine Partei mehr Direktmandate erhält, als ihr eigentlich über die Zweitstimmen verhältnismäßig zustehen. Damit das fair bleibt, darf die Partei tatsächlich auch so viele Personen in den Bundestag schicken. Das sind dann die sogenannten Überhangmandate. Damit das aber ausgeglichen wird und prozentual zu den Sitzen im Bundestag wieder passt, gibt es die Ausgleichsmandate, die für die anderen Parteien gelten, damit die prozentmäßige Verhältnismäßigkeit erhalten bleibt. Ja, und durch diese Überhangmandate und auch durch die Ausgleichsmandate wächst der Bundestag immer weiter an. Gäbe es keine Erststimme, würden auch keine Überhangs- und Ausgleichsmandate entstehen. Die Parteien werden prozentual so im Parlament vertreten, wie sie bei der Wahl abgeschnitten haben. Nur eben auf die gesetzlich vorgegebenen 598 Sitze verteilt. Klingt doch super. Warum machen wir das dann nicht einfach so? Wenn wir zum Beispiel nur noch eine große Bundesliste hätten, wäre es für uns aus so einem kleinen Bundesland wie dem Saarland schwierig sicherzustellen, dass wir auch hier unsere Themen platzieren können. Schön, dass wir uns heute zum Spazierengehen treffen. Josephine Ortleb wurde 2017 in den Bundestag gewählt, per Direktmandat. Für uns ist es immer gut zu sehen, dass das Geld, das wir dann im Bundestag auch beschließen, vor Ort ankommt. Bei einem Wahlkampfstand kam eine junge Frau, die gerade Mutter geworden ist, auf mich zu und hat zu mir gesagt, sie fühlt sich von mir repräsentiert. Sie sieht, dass ich auch eine junge Frau bin, die ihre Lebensrealitäten gut kennt. Für sie war das eine ganz wichtige Frage bei der Entscheidung ihrer Erststimme. Dass wir uns, typisch deutsch, für das maximal komplizierte, personalisierte Verhältniswahlrecht entschieden haben, hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Das ist zum einen eine Lehre aus der Weimarer Republik, weil man dort ein reines Verhältniswahlrecht ohne Sperrklausel hatte, was dazu geführt hat, dass sehr, sehr viele Parteien im Parlament waren. Man hatte aber auch aus dem Kaiserreich mit einer Mehrheitswahl Erfahrung gemacht, dass dieses Wahlsystem auch nicht optimal ist, weil viele Stimmen verschwendet sind. Und deswegen hat man eine Mischform eingeführt. Dr. Evelyn Bützek ist Politikwissenschaftlerin und forscht zum Thema Wahlbeteiligung.
Also, dass wir jetzt so einen großen Bundestag haben, hängt auch mit politischen Verschiebungen zusammen, dass die Parteibindungen schwächer geworden sind und die Leute viel stärker als früher ihre zwei Stimmen unterschiedlichen Parteien geben. Sie laufen sehenden Auges in eine Situation, wo wir bei der nächsten Bundestagswahl hier mit über 800 Kolleginnen und Kollegen sitzen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Containern arbeiten müssen. Okay, ohne Erststimme wäre vielleicht das Platzproblem im Bundestag gelöst. Aber Politik wäre auch deutlich unpersönlicher. Außerdem gibt es noch einen anderen Grund, warum bestimmte Parteien an ihren Direktmandaten festhalten. Und der ist ein bisschen egoistischer. Sie sagen, hier auf die Direktmandate zu verweisen, würde einseitig die Union begünstigen. Für eine Fraktion, die hauptsächlich aus direkt gewählten Abgeordneten besteht, hat die Reform des Wahlrechts einen anderen Fokus als für eine Fraktion, die hauptsächlich aus Listenabgeordneten besteht. Man denkt dann natürlich automatisch, dass die Politiker sich da nicht selbst beschneiden wollen. Gut, dann bleibt die Erststimme. Aber ernsthaft, Leute, das Problem ist seit Jahren bekannt. Es muss doch eine Lösung geben, oder? Jein. Wir haben als Fraktion der Freien Demokraten gemeinsam mit den Grünen und den Linken einen Vorschlag eingebracht. Sie wollen die Anzahl der Wahlkreise auf 250 senken. Weniger Direktmandate bedeuten weniger potenzielle Überhangs- und Ausgleichsmandate, bedeuten weniger Menschen im Bundestag. Über ein halbes Jahr haben wir darauf gewartet, dass von Ihnen etwas kommt. Über ein halbes Jahr haben Sie gesagt, die Anhörung im Innenausschuss kann nicht stattfinden. Wartet bitte, liebe FDP, liebe Grüne, liebe Linke, damit wir eine gemeinsame Anhörung zum Wahlrecht machen können. Achtung, Spoiler. Umsonst gewartet. Gesetzesentwürfe von anderen Parteien gibt es nicht. Nur Vorschläge. Die SPD könnte sich eine Obergrenze von 690 Abgeordneten vorstellen und würde im Zweifelsfall Direktmandate kappen. Die AfD will den Bundestag auf 450 Abgeordnete verkleinern, indem sie Überhangs- und Ausgleichsmandate abschafft. Und die Union lehnt alle Vorschläge klar ab. Irgendjemand wird sich benachteiligt fühlen, wird das Bundesverfassungsgericht anrufen und man wird, glaube ich, kein Wahlsystem einsetzen, bei dem Verfahren anhängig ist. Also es sieht nicht rosig aus. Wir fassen zusammen. Der Bundestag platzt aus allen Nähten, weil unser Wahlsystem versucht, besonders fair zu sein. Was ja okay ist. Aber statt nach echten Lösungen zu suchen, haben die Fraktionen so lange versucht, für sich selbst den besten Deal zu erstreiten, dass eine Wahlrechtsreform zeitlich eigentlich gar nicht mehr möglich ist. House of Cards in dumm, quasi. Würdet ihr auf eure Erststimme verzichten? Schreibt es uns in die Kommentare. Mr. Wissen2Go hat sich angeguckt, wie Deutschland aussehe, wenn uns immer noch ein Kaiser regieren würde. Schaut doch mal rein.